Frohe Weihnachten und herzlich willkommen zu den Nachrichten am 25. Dezember 1414. Mein Name ist Ulrich Riechenthal und das sind die Themen. Jan Hus verhaftet. Jetzt will das Konzil dem Kirchenkritiker den Prozess machen. Warten auf Sigismund. Der König lässt seine Untertanen stundenlang im Münster frieren. Und Sex, Drugs und Minnesang unterwegs mit dem Tiroler Konzilsbaden Oswald von Wolkenstein. Ohne König Sigismund hätte es das Konzil wohl nie gegeben. Zumindest nicht hier in Konstanz. Gegen alle Widerstände hat der König Konstanz als Tagungsort durchgesetzt. Wäre es nach Papst Johannes gegangen, die Kirchenvertreter hätten sich wohl irgendwo in Italien in seinem politischen Einflussbereich getroffen. Jetzt tagt das große Kirchenparlament zum ersten Mal nördlich der Alpen schon seit fast 2 Monaten. Allerdings bislang ohne den König. Gestern ist er nun endlich in Konstanz eingetroffen. Schaulustige drängten sich vor dem Münster dicht an dicht, um einen Blick auf den König zu werfen. Beim Warten in der klärenden Kälte mussten sie allerdings neben einem dicken Fell vor allem eines mitbringen: viel Geduld. So haben sich die Konstanzer die Ankunft ihres Königs wohl nicht vorgestellt. Seit Stunden warten sie schon im kalten Münster und vertrödeln sich die Wartezeit mit Weihnachtsliedern und Rosenkranzbeten. Nicht, weil sie so fromm wären, sondern weil sie unbedingt einen Blick auf den Papst und ihren König werfen möchten. Der wollte heute eigentlich im Münster die Christmette singen. Stattdessen sitzt er jetzt zusammen mit seiner Frau Barbara von Sili im Rathaus und hat es offenbar nicht allzu eilig. Zunächst wollen wir uns erstmal aufwärmen, nicht wahr? Wir hatten ja eine lange Reise. Meine Frau ist ganz durchgefroren. Dann trinken wir erstmal ein Glas Wein. Man hat ja extra für uns hier einen König Sigismund Wein gekeltert. Prost. 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 Und dann werden wir ins Münster gehen und die weihnachtliche frohe Botschaft verkünden. Das heißt, sollte sich nach der stundenlangen Warterei überhaupt noch jemand im Münster finden, der ihm zuhört. Immerhin könnte Sigismund dann mit einem gekrönten Haupt vor den Altar treten. Offiziell wurde ihm nämlich die Krone erst kürzlich in Aachen aufgesetzt, 3 Jahre nach seiner Wahl zum römisch-deutschen König. Beobachter sehen darin auch den Grund, warum Sigismund nicht bereits zum Konzilbeginn im November nach Konstanz kommen wollte. Jetzt ist er endlich da und weiß nur Gutes über die Konzilstadt zu berichten. Wir kommen ja direkt aus Salem hierher. Wir waren noch bei der Weihe des neuen Münsters dort und sind dann mit dem Schiff von Überlingen nach Konstanz übergesetzt. Das hat alles wunderbar funktioniert. Ja, das war eine sehr angenehme Reise. Sehr gut zu erreichen, die Stadt Konstanz. Ist ja auch ein schöner Ort hier. Historisch. 1153 hat Kaiser Barbarossa hier einen Reichstag abgehalten. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns sehr, hier zu sein. Und wir erhoffen uns natürlich von dem Konzil nicht nur die Überwindung des Schismas, sondern auch neue Impulse für das Reich. Fest steht, mit der erfolgreichen Organisation des Konzils hat sich der umtriebige Luxemburger schon jetzt einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert. Bei der Sicherung seines Erbes hingegen scheint der König weniger von Erfolg gekrönt zu sein. Denn seiner Dynastie, dem Hause Luxemburg, fehlt bis heute ein männlicher Nachfolger. Ob noch ein kleiner König dazu kommt, das fragen wir wohl lieber den lieben Gott. Ja, also als Königin hat man einen Fulltime-Job. Das heißt nicht nur Kinder kriegen, sondern zum Beispiel auch mal Regierungsgeschäfte führen in Ungarn zum Beispiel. Dass sich eine Frau plötzlich in genuin männliche Angelegenheiten wie die Politik einmischt, ruft allerdings auch Neider auf den Plan. Das neueste Gerücht, Barbara von Sili ist keine Frau, sondern eine Vampirin. Ja, also ich weiß nicht, was man hier in Konstanz und in ihrer Redaktion so über mich denkt und erzählt. Aber der Vorwurf, eine Vampirin zu sein, ist ja sowas von 14. Jahrhundert. Ich komme übrigens auch nicht aus Transsilvanien, sondern aus der Steiermark. Und wenn Sie besser recherchiert hätten, dann wüssten Sie auch, dass meine Familie seit Generationen im Blei- und Silberbergbau arbeitet. Und daher kommt auch mein Interesse an der Alchemie und an chemischen Stoffen. Und jetzt mal im Ernst, diese lächerlichen Vorwürfe, dass ich Atheistin sei und ein lasterhaftes Leben führe, das ist wirklich lächerlich, ja?
Meine Vermutung wäre da eher, dass einige der alten Herren in Klerus und Adel etwas dagegen haben, dass eine Frau plötzlich in ihrer Politik mitmischt. Ob die Königin auch beim Konzil Einfluss nehmen kann, ist unwahrscheinlich. Denn dank jener alten Herren ist Politik, insbesondere Kirchenpolitik, im 15. Jahrhundert immer noch Männersache. Während sich der König im Rathaus aufwärmt, friert ein anderer prominenter Besucher des Konzils im Kerker des Dominikanerklosters. Die Rede ist von Jan Hus, dem böhmischen Kirchenkritiker. Wir waren bei seiner Verhaftung dabei. Der böhmische Kirchenreformer Jan Hus muss ins Gefängnis. In seiner Konstanzer Wohnung wurde der Theologe aus Prag jetzt verhaftet und anschließend im Verlies des Dominikanerklosters festgesetzt. Gegen Jan Hus läuft bereits seit Jahren ein kirchliches Verfahren wegen Ketzerei. König Sigismund will sich jetzt für den mutmaßlichen Ketzer einsetzen. Jan Hus ist ein deutscher Staatsbürger und ich als deutscher König habe ihm freies Geleit versprochen. Und ich denke wohl, dass ein Wort eines Königs mehr gilt als jenes irgendwelcher italienischer Bischöfe oder Kardinäle. Jan Hus mag ein Freigeist sein, aber er ist ganz gewiss kein Ketzer. Was Sigismund konkret unternehmen will, ist unklar. Mehrere Konzilsteilnehmer haben angeblich bereits mit ihrer Heimreise gedroht, sollte der König zu sehr Rücksicht auf den mutmaßlichen Ketzer nehmen. Jan Hus war Anfang Oktober von Prag nach Konstanz aufgebrochen, um seine Lehren vor dem Konzil zu verteidigen. Trotz Predigerverbot hielt er in seiner Herberge 3 Wochen lang unbehelligt Gottesdienste. Minnesänger, liebe Zuschauer. Das sind zart beseitete Herren, die mit Engelsharfen und keuscher Liebeslyrik adlige Damen huldigen. So oder so ähnlich stellen wir es uns vor, das brave, ritterliche Liebeswerben. Dass es unter den hochgeschlossenen Miedern und dicken Kettenhemden mitunter durchaus etwas derber zur Sache geht, das konnte man bereits bei dem wohl berühmtesten deutschsprachigen Minnesänger Walter von der Vogelweide nachlesen. Oswald von Wolkenstein allerdings, den König Sigismund jetzt in seinen Dienst aufgenommen hat, geht da noch ein Stück weiter. Seine Lieder haben mit der klassischen hohen Minne ungefähr so viel gemeinsam wie Johann Sebastian Bach mit den Sex Pistols. Wie sich das anhört, hören Sie selbst. Willst du im Leid erheitert sei und ungenetzt beschoren fei, dann zieh nach Konstanz an den Rhein, wenn sich die Reise füge. Darinnen wohnen Fräulein zart, die grasen einem um den Bart. Ob sich kein Herrlein drein verscharrt, dass man nicht gerne trüge. Die Inspiration, das kann ich Ihnen schon sagen. Ich meine, aufgewachsen bin ich ja ursprünglich schon noch mit der sogenannten hohen Minne, also dieser keuschen und noblen Vorstellung vom Werben am Hof. Ja. Mein Kollege Walter von der Vogelweide hat ja diese übertriebene Ehrfurcht und Idealisierung vor den Frauen, hat er ja schon vor 200 Jahren, hat er die da schon kritisiert und hat versucht, die zu überwinden. Ja. Also sein Ideal war die gleichberechtigte Liebe zwischen Adeligen und Nichtadeligen. Ja. Also, mir ist das alles zu abstrakt, ja. Ich schreibe Lieder aus meinen eigenen Erfahrungen, was ich selbst erlebt habe. Das ist interessant, ja. Und da kann ich Ihnen schon sagen, also die Frauen, ja, wenn Sie mal hinter die höfische Fassade gucken, die sind nun wirklich alles andere als Engel. Das können Sie mir glauben. Letzter Minnesänger, Hemingway, was sind das für Ausdrücke? Ich bin der Oswald aus Tirol, ja. Klar, ich habe natürlich eine Menge erlebt in meinem Leben. Ich war schon unterwegs. Schon als kleiner Bub bin ich ja mit einem fahrenden Ritter bin ich durch halb Europa gereist. Ich habe das Heilige Land besucht. Ich war in Marokko, habe gegen die Mauren gekämpft. Ich habe gegen Venedig gekämpft. Hey, ich war sogar im Knast mal. Ja. Aber was hast du da gesagt? Erlebnislyrik, ja, das ist ein Quatsch. Erlebnislyrik immer mit euren Schubladen. Ich schreibe bald Lieder und Gedichte über die Sachen, die mir persönlich widerfahren, die ich erlebe. Ja. Ich meine, 300 Gulden, das stimmt, das ist richtig, ja. Aber ich meine, die kriege ich absolut zurecht. Ich meine,
Was sind 300 Gulden? Das sind vielleicht heute 12.000 Euro, ja. König Sigismund, also der Sigi, hat mich als Diplomat eingestellt. Und jetzt, sag mal ehrlich, kennst du einen Diplomat, der seinen Job für 12.000 Euro im Jahr macht? War ich nicht. Also, auf das Geld vom Sigi bin ich wirklich nicht angewiesen. Noch eher auf meins. Klar, ich meine, der Sigi, der ist ein alter Kumpel von mir, ja. Also, oh Gott, schon 1396 in Nikopolis, da sind wir Schulter an Schulter im Kreuzfahrer her, sind wir dagegen die Osmanen angetreten. Ja, und dann noch kurz vorm Konzil, ja, nach Venedig zum Kampf. Also, hey, wir kennen uns echt schon lange. Wir haben uns natürlich eine ganze Menge zu erzählen über die vielen Erlebnisse, die wir gemeinsam geteilt haben. Das kannst du mir glauben. Denk ich erst an den Bodensee, dann tut mir gleich der Beutel weh. Da lernte ich das ABC per Schilling im Big Apple. Los, Salomus war ihr Gesang, der Steinbrecher von Nesselbank. Schrie los, dass mir der Schädel klang, du sollst zu Hause bleiben. Ja, liebe Zuschauer, wenn sogar der König friert, dann muss es tatsächlich kalt gewesen sein am Heiligabend in Konstanz. Mehr dazu jetzt in unseren Wetteraussichten. Wäre an Weihnachten vor 1400 Jahren das Wetter so gewesen wie heute, die Astronomen aus dem Orient hätten wohl alle Mühe gehabt, den Stern von Bethlehem zur Weihnachtskrippe zu folgen. Am Nachmittag klarte es dann zwar etwas auf, dafür sanken die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Ob in Vorderösterreich, bei Buchhorn oder in Bregenz. Am ganzen Bodensee zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Aussichten für die nächsten Tage sind nicht viel besser. Sie decken sich ungefähr mit den Erfahrungen eines frustrierten Konzilsteilnehmers aus Italien. In einem seiner Briefe heißt es: Bald herrscht Wind, bald Schnee, bald Regen, bald gleichzeitig Regen und Schnee und mitunter trifft alles zusammen. So, und das war's auch schon wieder für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Weihnachtsfest und besinnliche Feiertage. Machen Sie es gut. Bis bald.